Sie sind hier, 26. Juni 2018, 13.32 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Roland Bahr starb mit nur 53 Jahren nach einem Autounfall. Urheberrecht. Roland Bahr starb mit nur 53 Jahren nach einem Autounfall. Der ehemalige Ruderer Roland Bahr verunglückt mit nur 53 Jahren mit dem Auto tödlich. Bahr feierte zwischen 1989 und 1996 mit dem Deutschland-Achter große Erfolge. Der deutsche Sport trauert um Roland Bahr. Der langjährige Schlagmann des Deutschland-Achters verstarb am vergangenen Wochenende im Alter von nur 53 Jahren bei einem Autounfall. Das teilten der Hannoversche Ruderclub und der Deutsche Ruderverband, DRV, mit. Bahr gehörte von 1989 bis 1996 dem Deutschland-Achter an und wurde fünfmal Weltmeister. Bei den Olympischen Sommerspielen gewann er 1992 in Barcelona die Bronze und vier Jahre später in Atlanta die Silbermedaille. Für seine Karriere erhielt er 1998 vom Ruder-Weltverband FISA für seine außergewöhnliche Karriere die Thomas-Keller-Medaille. Bahr feiert mit Deutschland-Achter große Erfolge, der plötzliche und frühe Tod von Roland Bahr macht uns tief betroffen. Unser Mitgefühl gilt vor allem seiner Familie, seinen Freunden und dem Deutschen Ruderverband, teilte der Deutsche Olympische Sportbund DOSB mit. Bahr hinterlässt Ehefrau Katrin und zwei Kinder. Auch nach seiner aktiven Karriere war Bahr dem Sport verbunden. Er war zunächst Mitglied der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees IOC, später IOC-Mitglied und Präsidiumsmitglied des Nationalen Olympischen Komitees NOK. 2012 wurde Bahr auf Vorschlag der Athletenkommission des Deutschen Olympischen Sportbundes DOSB als Ombudsmann der Nationalen Anti-Doping-Agentur NADA bei Fragen und Problemen zum Anti-Doping-Regelwerk eingesetzt. Nach seiner Promotion an der Fakultät für Maschinenbau im Jahr 1996 erhielt er 2011 den Ruf an die Technische Universität Berlin, an der er bis zu seinem Tod die Professur für Verbrennungskraftmaschinen innehatte.